Willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider Underworld. In der letzten Folge, ich wollte gerade sagen in der letzten Woche, aber nein, wir spielen nicht Sims, sind wir hier in Thailand angekommen und ehrlich gesagt ist der Level bis auf, hallo, hi, bis auf die, ja, schlechten Grafiken da hinten eigentlich echt hübsch. Also wenn man so guckt, allgemein mag ich den Level sehr gerne, muss ich sagen. Okay, so, erstmal hier den Hai erledigen. So, da ist irgendwo noch einer. Ja, der verfolgt uns jetzt hoffentlich nicht. So, okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich bin echt gespannt, wo wir jetzt landen. Naja gut, eigentlich weiß ich es, wenn ich ehrlich bin schon. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingslevel. Ich glaube so ziemlich, ja, mein Zweitlieblingslevel. Ich weiß nicht, ich mag die Stimmung in dem Level mega gern. Hier gibt es zwei Wege. Ging einer nicht sogar zu einem Secret? Und wahrscheinlich nehme ich jetzt exakt den falschen, ne? Hier sind sogar irgendwelche Papageien am Start. Ich glaube, wir gehen echt nochmal zurück. Oh oh, ab ins Wasser. Aber das muss natürlich ausprobiert werden hier. Lara. Ich finde es auch echt interessant. Sie war erstmal in irgendeinem Kaff und jetzt ist sie auf einmal in Thailand mit ihrer Yacht. Wer kennt es nicht? Passiert bei mir immer exakt genauso. Ich weiß nicht, ist das jetzt vielleicht der richtige Weg? Boah, nee, ich glaube nicht. Egal, wir probieren das aus. Ja, hier ist nur ein Secret, super. Und Spinnen. Ekelhaft. Na gut, immerhin sind die jetzt schon mal weg. Und wieder ins Wasser. Einfach, weil es schneller geht. Ja, Lara, da kannst du auf einmal hochklettern, aber da in diesem komischen Tempel konntest du es nicht. Merkwürdig. Ich hoffe mal, dass heute alle Folgen pünktlich kommen. Falls eine Folge ein kleines bisschen zu spät kommt, dann liegt es halt einfach daran, dass ich jetzt immer tagesaktuell quasi aufnehme, weil ich im Moment einfach... Sonst habe ich immer abends aufgenommen, aber im Moment habe ich abends halt einfach überhaupt keine Zeit. Und dementsprechend muss ich mir dann halt eben ein Workaround suchen und deshalb nehme ich immer... WTF hätte... Was war das? Auf jeden Fall muss ich deshalb im Moment immer morgens aufnehmen. Ja. Und bis man dann irgendwie auch mit allem fertig ist, dauert es dann auch immer so ein bisschen und dann ist es plötzlich schon 22:30 und die Videos müssen eigentlich schon so um 16 Uhr raus. Also, Und mit Rendern und Hochladen dauert das natürlich immer alles ein bisschen, aber ich will hier ja jetzt nicht immer so auf Mitleid machen, wie es diverse andere YouTuber machen. BTF, was will man von mir? Muss ich zurück? Ja, ich muss zurück, okay. Hier war das möglich, alles klar. Ja, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht so auf Mitleid machen. Ich mache das Ganze ja freiwillig und ja, trotzdem stört es mich immer selbst so ein bisschen, wenn, ja, wenn ich die Upload-Zeiten nicht so richtig einhalte, aber ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Oh, oh. Das war knapp. So. Also dieses Kletterding, muss ich sagen, mag ich... der war blau. Das mag ich in dem Teil hier, glaube ich, echt mit am liebsten. Muss ich tatsächlich sagen. Wenn das Ganze nur nicht so fucking flüssig wäre. Wie sieht es gerade mit Gesundheit aus? Okay, alles ist grün. Alles im grünen Bereich. So, wo soll ich denn jetzt hin? Bin ich blind? Ja, bin ich. Alles gut. Solange es nur ein bisschen blind ist, ist es ja noch in Ordnung. So. Also dieses Kletterding geht hier echt mega gut und mega flüssig. Das gefällt mir natürlich ganz gut. Aber ja, wie gesagt, es ist ein bisschen zu flüssig, finde ich schon. Ich meine, wenn man so macht, das ist schon, es ist schon echt krass. Aber man muss halt auch bedenken, dass das Spiel halt eben schon 10 Jahre alt ist und wenn man das heutzutage auf allerhöchste Auflösungen stellt, sollte das eigentlich nicht mehr so ein, Lara? Sollte das eigentlich nicht mehr so ein, Problem darstellen für die heutige Hardware? Ich sollte vielleicht echt die Mauseinstellungen ein bisschen,
ja, ein bisschen weniger einstellen, ein bisschen langsamer. Ich glaube, das ist das Wort, was Sinn macht. So, hier liegt wieder ein Secret rum. Also wirklich, von Relikten habe ich hier keine Ahnung. Ich habe mich hier noch nie in meinem Leben auf Reliktsuche gemacht. In den alten Teilen habe ich dann ja immer so richtig Pro-mäßig. Okay. So. In den alten Teilen habe ich mich dann ja immer so richtig Pro-mäßig mit so Büchern und allem Möglichen ausgestattet, um, ja, alle Relikte zu finden. Aber das habe ich hier irgendwie nie gemacht. Also ich weiß nicht, ich hatte zu dem Spiel nie so eine richtig krasse Bindung. Obwohl es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Also, lol. Jetzt gerade macht es halt schon Spaß. Auch wenn es ein bisschen so flüssig ist, also zu flüssig ist, sodass mir der Kopf fast wehtut. So. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein Tempel, der ein bisschen aussieht wie diese Tempel in Kambodscha. Okay. Naja. Machen wir uns mal auf ins Abenteuer. Wieso? Ach, Lara, du bist so ein weirdes Girl. Ich überlege gerade, nach ganz unten musste man, glaube ich, schon, oder? Ich trinke mal kurz einen Schluck, Moment, und dann schauen wir uns da unten komplett um. Aber ich glaube, allgemein kann man ganz gut verstehen, wieso ich diesen Level ganz gerne mag. Puh. Nein, falsche Seite. Sie sollte nie so anders hinspringen. Ach, manchmal fehlen mir mit ihr echt die Worte und dann fällt sie da einfach wie so ein nasser Sack auf den Boden. Ja, das geht auch. War jetzt eigentlich nicht so ganz mein Plan, aber ist schon okay. So, jetzt muss ich mal gucken, was bringt mir das jetzt? Aha, okay. Interessant. Und hier kann ich jetzt nach unten. Licht bitte aus. Danke. Ah, okay. Oder auch nicht. Also ich dachte, ich hätte es, aber nö, hatte ich wohl doch nicht. Fail. Hier werden wir noch einige Male sterben. Macht euch darauf ruhig gefasst. So, ich habe jetzt auch mal die Lautstärke von der Audio ein bisschen begrenzt. So, dass es hier keine Probleme mehr gibt. Nee, ich will immer mit F loslassen. Ist wahrscheinlich in allen anderen Teilen so. Und dann komme ich damit natürlich wieder nicht klar. So. Irgendwie muss das doch... Es muss irgendwie funktionieren. Ich bin mir sicher... So. Und in welche Richtung soll ich denn jetzt? Hier kann ich jetzt nach unten... Ah, okay, okay. Okay, okay, okay. I got it. War schon sehr stumpf. Lara, nein, in diese Richtung bitte. So, so, so. Nein, lass los. Ja, das geht auch. Das ist auch noch okay. Und jetzt nimm dieses Ding. Los. So. Und jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir dort hoch? Okay, ich glaube, da müssen wir halt echt von ganz woanders hinklettern. Der labert hier irgendwas von Midipack, das heißt, hier muss irgendwas kommen. Oh. Und auch noch gleich zwei auf einmal. Wer kennt es nicht? Double Kill. Damit kann ich was anfangen. Legt euch nicht mit Lara Croft an. Wie sie es immer früher so schön gesagt hat. Ja. Leg dich nicht mit mir ein, Anschätzelein. So. Ich muss echt überlegen, ging es hier echt nicht weiter? Ich glaube echt nicht, ne? Ich muss da echt immer so richtig krass in meine Erinnerung wühlen, weil das Spiel hier, da kommen, also ich habe das Spiel 2011 bekommen.
Da habe ich es mir in dieser Computerzeitschrift geholt und seitdem habe ich es 2-3 Mal gespielt, dann irgendwann nochmal auf der Xbox und seitdem war halt Schluss. Und die anderen Spiele habe ich halt wirklich bis zum Tod gesuchtet, also die kannte ich ja früher echt in- und auswendig. Schwierig. Und hier geht es ja jetzt auch wieder. Okay. Hier haben wir schon mal das. Dann können wir jetzt hier rauf. Was bringt mir das jetzt? Nein. Lara, falsche Richtung. Das mit der Maus und dass die dann immer in die Richtung springt, anstatt, also in die Mausrichtung quasi und nicht in die Richtung, wo sie eigentlich hin soll, ist echt ein bisschen weird gemacht. So, ich glaube, ich verstehe, was ich hier tun soll. Perfekt. Okay, ich weiß nicht, ob das so der Plan ist. Ich würde ja mal behaupten, nein. Nee, lass mal los, danke. Oh nein, Lara, mach das nicht. Mach das nicht. So, 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 perfekt. Oh nö. Ich hasse das. Ich frage mich, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube eigentlich nicht, oder? Ist das der richtige Weg? Wenn ja, muss ich wieder runterspringen. Aber nur hier lag ja so ein Secret offen rum. Wo geht's hier lang? Nirgendwo hin. Sind ein paar echt hübsche Dinge hier. Immerhin haben wir ein Secret bekommen. Komm, no risk, no fun. Immerhin hat es da oben gespeichert, glaube ich. Naja. Wir werden hier noch sehr oft sterben, wie gesagt. Da müsst ihr euch schon mal drauf einstellen. Ich werde halt gleich in der Aufnahmepause echt mal die Tastatur ein bisschen, oder die Maus ein bisschen langsamer einstellen, weil so ist das halt echt Abfuck. Oh, Moment, was sehe ich denn da? Moment. Ja, was auch immer das jetzt bringt. Was soll ich damit jetzt? Kann sie da... Ah, okay, cool. Und jetzt? Ah, okay. Blöde Fledermäuse, ich glaube es nicht. Das ist schon echt cool gemacht. Da muss ich dann doch nochmal einen Props raushauen, dass man hier auch an den Rückweg gedacht hat. Der einem sogar halt nicht mal wirklich schadet, weil man halt wieder auf derselben Ebene ankommt, wo man eigentlich auch runtergegangen ist. Das ist schon nice gemacht. Da kann man die Tomb Raider-Menschen doch einmal loben. Der Teil kam ja, glaube ich, nicht ganz so gut an. Kann ich bedingt nachvollziehen. Es ist halt schon wieder was ganz anderes geworden als die vorherigen Teile, finde ich. Obwohl es sich von... Also Legend kam ja sehr gut an, so viel ich weiß. Anniversary auch. Der hier dann wieder nicht so gut. Wenn ich mich recht erinnere. Es kann auch sein, dass der Mega der Kassenschlager war. Ich weiß es nicht. Das Spiel kam übrigens 2008 raus. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Video falsch gesagt. Und, ich weiß nicht. Ich kann es teilweise nachvollziehen. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Auf jeden Fall. Möchten Sie einen Kopfschuss anbringen? Wie sehen Sie das Ziel mit G an und nähern Sie sich? Drücken Sie dann Q. Mit G an. G, dann H und dann Q. What the fuck? G. Ich mache das irgendwann mal, wenn ich nur einen Gegner habe. So ist es mir doch ein bisschen zu weird. Okay, jetzt sind wir immerhin schon mal hier.
Ich glaube, ich habe es verstanden, wie man da hinkommt. Ich hoffe nur, man kommt auch wieder zurück. Ich hoffe, dass ich es verstanden habe. Oder ist das? Ja, moin. So funktioniert schon mal nicht. Wir finden da schon noch den Weg, keine Sorge. Oh nee, jetzt muss ich die halt nochmal umlegen. Mit G und dann H und dann Q, WTF. Oder wie G, dann Q, dann H, Moment, G. Nähern Sie sich, visieren Sie das Ziel mit G an, nähern Sie sich und drücken Sie dann Q. Also G ist, glaube ich, auch einfach nur die Taste, um die Pistolen rauszuholen, genau. Dann drücken Sie Q. Und dann H. Okay, also ungefähr weiß ich, wie es geht. Man muss halt nur noch den Sinn dahinter so ein bisschen begreifen. Du blödes Mistvieh. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht es mir. Aua. Da kommt jetzt einfach noch so ein Ding an. Okay, wir drücken Q. Moment. Ah, Moment, Moment. Ah, okay. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie es geht. Ja. Die Frage ist so ein bisschen, warum? Also kommen wir dann wahrscheinlich hier wieder an. Aber nach oben kann sie hier nicht springen. Nee. Das ist nicht möglich. Okay, ich denke mal, das hier wird dann unser Rückweg sein tatsächlich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nur einen Weg dorthin finden. Okay, wir gehen einfach erstmal runter. Wir kommen da schon irgendwie hin. Dass ich immer das Licht anmachen muss, ey. Ach, ich weiß nicht, ob ich mich da jemals in diesem Spiel dran gewöhnen werde. Eigentlich müsste das aber möglich sein, oder? Ich sehe jetzt auch nichts anderes, wo ich dran springen kann, wenn ich ehrlich bin. Sollen wir es einfach nochmal probieren? Ich weiß es nicht, also ich sehe sonst einfach keine andere Möglichkeit. Ach komm, nochmal! Ja gut, hat nicht funktioniert. Vielleicht kommen wir da doch nicht rüber. Oder vielleicht ist es halt auch einfach ein Bug, ich weiß es nicht. Oder ich bin halt echt einfach zu blöd. Das kann auch sein. Und blind kann ich dazu halt auch noch sein, also... Das kann ich nicht verneinen. Okay, ich weiß immerhin jetzt schon mal, wie der Shit hier geht. So. Komm mal her, Schätzelein. So. Aua. So. Man muss das dann immer so in die Richtung führen und dann passend abdrücken. Aber das ging doch schon mal ganz gut. Boah, irgendwie habe ich das... Ich habe einfach voll Bock, dieses Secret zu holen. Aber ich habe keinen Plan, wie ich da hinkommen muss. Von da aus, wo soll ich denn zum Teufel da hinspringen? Hier ist jetzt auch kein Hakending, den man irgendwo dran schießen kann. Boah, nee, ich bin, glaube ich, einfach zu blöd. Oder blind. Ich kann es einfach nicht lassen. Auf der Seite wird man sich ja nicht lang hangeln können, weil das Ding da ist auf keinen Fall zum Hangeln gedacht. Vielleicht ist diese Plattform auch nur dazu da, um einem hier nochmal ins Gesicht zu reiben. Guck mal, du hast ein Secret vergessen. Aber ich denke eigentlich nicht. Hier, Secret, nimm das.
Also nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich würde sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Wir lassen das Secret einfach mal. Weil ich habe wirklich keine Ahnung. Also es macht in meinen Augen wirklich überhaupt keinen Sinn. Und ich hätte jetzt gedacht, man muss vielleicht hier so rauf und dann vielleicht von dem da hinten, also da oben links quasi, zu dem da rechts springen. Dann wäre es, hätte es vielleicht geklappt, aber ich weiß es nicht. Ich bin wahrscheinlich einfach zu blind. Deshalb würde ich sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier im Inneren dieses Tempels erwartet. Bis dahin.